Hallo und herzlich willkommen, liebe Wohnmobilfreunde, heute hier zu dem Video. Wir sind in der Nähe von Görlitz am Berzdorfer See auf einem neuen Campingplatz, der 2023 hier entstanden ist und auch seine Tore geöffnet hat. Wir besuchen den Platz einmal für euch und zeigen das in diesem Video. Wenn euch das interessiert, bleibt dran, bis gleich. Schön, dass du dran geblieben bist zu dem Video. Ja, liebe Wohnmobilfreunde, wir haben den 29. März 2024. Wir sind hier auf einem neuen Campingplatz, der 2023 entstanden ist, am Berzdorfer See. Piratencamping nennt sich der Platz. Wir werden den Platz auf jeden Fall mal mit verlinken, die Internetseite hier. Wir wollen euch hier in dem Video ganz einfach mal ein paar Eindrücke von diesem Campingplatz geben. Morgen, liebe Wohnmobilfreunde, wir berichten heute von dem neuen Campingplatz am Berzdorfer See in der Nähe von Görlitz. Der Stellplatz ist noch im Aufbau, also wir haben hier noch einige Baumaßnahmen hier auf dem Platz, aber die beeinträchtigen natürlich unser Camperleben hier in der Natur nicht. Das ist die Zufahrtsstraße zum Campingplatz, die wir hier sehen. Hier vorne haben wir dann die Rezeption, provisorisch noch mit einem Shop. Das entsteht alles hier. Dann haben wir hier eine großzügige Ver- und Entsorgung. Die Servicestation, Tank rechts, Tank links, wie man ranfahren sollte. Hier sehen wir die Zufahrtsstraße zum Campingplatz. Und hier haben wir die großzügige Ver- und Entsorgungsstation im Preis inklusive für große Wohnmobile, je nachdem, wo ihr euren Tank habt, fahrt ihr rechts oder links ran. Hier haben wir die Entsorgung von unseren Chemietoiletten. Dann haben wir hier am Platz daneben eine Hundedusche. Und was ihr auch hier findet an der Station, einen SB-Staubsauger zum Aussaugen eurer Wohnmobile und Camper. Und hier haben wir einen großzügigen Bodeneinlass. Das ist die Servicestation für eure Camper und wir gehen jetzt mal hier rum und da haben wir auch gleich die Mülltrennung, gelbe Tonne, Papier und so weiter. Dann haben wir hier einen Fahrradverleih. Hier haben wir unseren Müll und Flaschen. Also separat alles getrennt. Ihr seht, hier finden wir die noch provisorische Rezeption und den Minimarkt. Das wird sich natürlich alles hier zeitnah verändern. Und dann haben wir hier noch im Bau befindliche Sanitäranlage, Rezeption, Duschen, WCs, was wir jetzt zurzeit hier haben. Hier haben wir die Möglichkeit, Lagerfeuer zu machen. Dann haben wir hier einen Ausschank, Getränke, Sitzmöglichkeiten. Hier kann man sich gesellig zusammensetzen. Geeignet natürlich auch für Camperveranstaltungen. Wir haben das mit unseren Camperfreunden gestern Abend hier genutzt. Lagerfeuer, da blenden wir euch mal die Videos noch mal mit ein. Musik.
Ja, das kann genutzt werden. Hier finden natürlich auch Veranstaltungen vom Campingplatz an sich statt. Die Sanitäranlagen, die kann ich euch jetzt noch nicht zeigen, weil die noch nicht zugänglich sind. Die sind hier drüben. Hier haben wir mal einen Eindruck vom Platz und den geben wir euch jetzt mal. Vom Batzdorfer See, den haben wir hier direkt am Campingplatz gelegen. Hier haben wir auch einen Hundestrand, 200 Meter rechts vom Campingplatz, also auch nicht so weit. Und eine schön angelegte Strandpromenade mit Sitzplätzen, einen Spielplatz und natürlich einen Restaurant hier hinten. Das Restaurant hat heute geöffnet und hat auch die ganze Saison 7 Tage die Woche. Hier sehen wir den Schaufelradbagger 1452, der von 1961 bis 2001 hier zur Braunkohleförderung im Einsatz war. Das sind die Komfortstellplätze, wo jeder Stellplatz hier eine eigene Dusche und Toilette bekommt am Platz. Ihr seht es, das ist richtig schön. Ich nehme mal die Totalperspektive auf. So schaut es aus. Das ist aber noch nicht fertig, das soll in diesem Jahr fertig werden. Und der Stellplatz erstreckt sich bis ganz dahinter. Die Parzellen sind sehr großzügig, zwischen 120, 130, teilweise 140 Quadratmeter. Hier sehen wir die Befestigung und der Platz geht bis hier rüber, also richtig großzügig. Rasengitterstein als Untergrund und der Platz nebenan. Damit die Camper nicht über die Parzellen laufen, haben wir hier regelmäßig solche Durchgänge. Ihr seht es hier wunderschön gemacht. Jeder Durchgang hat seine Art. Hier haben wir so einen großen Stellplatz bis hierher und hier ist ein etwas kleinerer Stellplatz, aber der ist auch noch richtig, richtig groß. Ihr seht es, hier habt ihr einen Rasen. Und hier befestigte Untergrund. Hier haben wir wieder so einen Durchgang. Und hier haben wir unseren Stellplatz. Und natürlich auch sehr schön angelegt. Wir stehen im Grunde genommen verkehrt. Wir müssten eigentlich uns hier ausbreiten. Aber wir stehen mit Camperfreunden hier. So ein Übergang wieder schön angelegt. Richtig. Richtig schön. Und hier haben wir an unserem Platz Strom, Wasser und Abwasser. Das haben wir hier. Also wir bräuchten aber einen Abwasserschlauch. Wir haben jetzt unseren Abwasserschlauch nicht mit. Hier sehen wir die Kids, die vom Campingplatz ihr verstecktes Osternest an diesem Tag suchen dürfen. Hier im Kletterwald ganz oben auf dem Plateau. Das
würden wir euch auch mal empfehlen. Da zeigen wir euch jetzt mal die Aussicht und natürlich die Möglichkeiten, was hier alles geboten wird. Hier haben wir die Minigolfanlage, einmal von oben. Da blenden wir euch auf jeden Fall auch mal hier die Preise mit ein von allen Attraktionen. Hier geradeaus haben wir den See. Hier die Zufahrtsstraße, wo ihr reinkommt mit dem Wohnmobil. Und hier geht es dann zum Campingplatz. Der ist dann hier. Heute testen wir mal den Kletterpark. Wir trauen uns nicht. Viola nicht. Ich traue mich auch nicht. Chantal traut sich. Die testet für uns den Kletterpark. Paul ist auch mit dabei. Schauen wir mal, wie weit er kommt. Und die Chantal, die probieren das hier und wir werden euch das jetzt mal zeigen von oben. So, ich bin jetzt wieder unten. Viola war nicht mit oben auf der Plattform. Chantal ist jetzt auch runter. Das war ein bisschen zu schwierig gewesen. Ist im unteren Bereich runter. Die ist im unteren Bereich. Das war da oben, das war ihr zu schwierig gewesen. Das können wir euch noch mal zeigen. Also auch für kleine Kinder, 6, 7, 8 Jahre, ist das hier okay. Na? Der Rest der Besatzung ist hier irgendwo, hängt hier in den Bäumen. Also es ist richtig schwierig. Wir empfehlen das auf jeden Fall. Die Preise, die blenden wir euch mal mit ein, dass ihr mal einen Überblick habt.